Hi, heute gibt es den zweiten Teil meiner Reihe, meine Feldenkrais-Ausbildung. Und da geht es ein bisschen darum, wie man mit Bewegung Schmerzen heilen kann und wie ich zur Feldenkrais-Methode gekommen bin und wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diese Ausbildung dann zu machen. Ja, nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja, diesmal nicht auf dem Boden und mit Bewegung, sondern ein bisschen was erzählen. Und das ist halt diese Serie. Im März geht meine Ausbildung weiter zum Feldenkrais-Lehrer, Practitioner. Das sind die zwei Worte, die dafür verwendet werden. Und wie bin ich denn zu dieser Methode gekommen? So ein bisschen ist das so, wenn man zum Feldenkrais kommt. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die das auch machen, dann ist das oft so, das war quasi das Letzte, was sie ausprobiert haben. Oder sie sind durch einen glücklichen Zufall dazu gekommen. Also du hast jede Menge Schmerzen und dir geht es nicht gut und du rennst zum Physio und du rennst zum Arzt und ja, es sind halt Nervenschmerzen oft, ne? Und bei mir ist zum Beispiel das ISG hier unten am Rücken. Ich habe auch tatsächlich erst Feldenkrais gebraucht, um herauszufinden, dass es das ist. Ansonsten, ich habe ganz, ganz lange versucht, das mit Krafttraining zu klären. Und ja, da hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem in der erweiterten Familie. Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Und diejenige ist eine Feldenkrais-Lehrerin. Also die praktiziert das als jemand, der das anderen beibringt und anderen damit hilft. Und das war, glaube ich, schon 2014 oder 2015. Und ja, da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und wirklich, was gemacht habe ich damit nicht. Die hat mir das dann erzählt, beziehungsweise ich habe halt erzählt, dass ich so ein bisschen, das war bei einer Art Familienevent und da sitzt du ja viel rum und ich mag kein Sitzen, weil mir das wehtut irgendwann, was mittlerweile nach Jahren auch besser ist, unter anderem durch Feldenkrais. Und ja, ich habe halt erzählt, dass ich das dann versuche, mit Krafttraining zu lösen. Und sie hat mich da auch gar nicht kritisiert, sondern war einfach, ja, guck dir doch das mal an. Und war da ganz entspannt mit. Und das ist auch oft das, was ich finde bei Menschen, die das praktizieren. Die sind nicht so, du musst das tun und das hilft dir, das ist das Einzige, was hilft. Und so sind oft zum Beispiel die Leute, meine Erfahrung, im Bereich Physio oder Krafttraining. Und ob es dann wirklich hilft, das überlasse ich jetzt dir, weil ich sagte ja, meistens kommt man dann zum Feldenkrais, wenn gar nichts mehr geht. Und so ging mir das dann auch. Und da ich halt dann Jahre später immer noch durch das Krafttraining nicht wirklich was erreicht hatte und mir tatsächlich sogar durch viele, viele umständliche Sachen mit so einer Black Roll eine Rippe gebrochen hatte, fast durch, nicht ganz durch zum Glück. Und trotzdem, wie ein Bekloppter, versucht habe weiter zu trainieren, habe ich irgendwann gedacht, das kann es ja nicht sein und da muss es ja einen besseren Weg geben. Und Feldenkrais mag manchmal so ein bisschen sanft und einfach wirken, hat aber ein sehr, sehr tief, es geht sehr, sehr tief und dazu kann ich dann in Zukunft nochmal was erzählen. Und das war einfach, wie bin ich dazu gekommen und warum ich das dann machen will, ist, ich habe dann ab so 2017 sehr intensiv Feldenkrais bei einer Lehrerin gemacht. Wenn du da gucken willst, du kannst ein Verzeichnis von Lehrern finden beim Feldenkraisverband Deutschland. Das ist der FVD. Da hilft dir Google weiter. Und du wirst dann eine Liste kriegen von Leuten in deiner Nähe, die das praktizieren und die Kurse anbieten. Kannst du auch auf Google Maps einfach suchen. Wenn die Leute da eingetragen sind, dann findest du in deiner Nähe bestimmt was. Und dann kannst du ja einfach mal da vorbeigehen. Also groß was Schlimmes kann, denke ich, nicht passieren. Mein erstes Feldenkrais-Erlebnis war ein Workshop, also von einer Lehrerin unterrichtet. Selber habe ich davor schon mit Hilfe eines der Bücher von Moshe Feldenkrais Übungen gemacht. Oder es sind keine Übungen, es sind Lektionen. Das ist ganz wichtig, das ist ein großer Unterschied. Und dazu kann ich in der Zukunft noch ein bisschen mehr sagen.
So, jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel gelabert und ja, die Krux des Ganzen ist, wenn man Schmerzen lösen will, dann kann man das durch sehr leichte und spielerische Bewegungen tun. Und das mag total simpel klingen, ist es aber nicht. Es fordert viel Aufmerksamkeit, Konzentration und Zeit, das auf jeden Fall. Aber ich kenne auch Leute, die machen Feldenkrais seit 15, 20 Jahren und nur einmal die Woche oder so. Und auch bei denen hat sich massiv was getan. Man muss das nicht so machen wie ich, dass man jeden Tag, selbst mit Familie, versuche ich das jeden Tag mindestens noch eine Stunde zu machen. Und bevor wir eine Tochter hatten, habe ich das noch mehr gemacht. Und bevor ich meine Frau hatte, noch mehr. Also sehr, sehr besessen teilweise schon. Und das ist dann schon die andere Seite. Mehr hilft nicht immer mehr, ne? So. Das soll es gewesen sein. Im März geht es weiter mit dem zweiten Segment der Ausbildung. Da freue ich mich schon drauf und da kann ich dann ja nicht berichten, was ich gelernt habe. Das darf ich ja nicht. Aber vielleicht, wie ich mich dann danach fühle, das kann ich ja schon berichten. Ja. Und wenn dich der erste Teil meiner Erzählung über Feldenkrais und meine Ausbildung interessiert, dann guck auf meinen Kanal, ich habe dazu eine Playlist und ich verlinke ihn dir auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich dir dann mal wieder eine Übung zeigen kann. Ja, weil nicht nur Feldenkrais hilft, sondern es gibt auch andere Sachen, die man machen kann. Ja. Gut, bis bald. Ciao.